willkommen zurück hier bei Angelberger TV. Heute mit Türchen Nummer 17 unseres Magic Baits Adventskalenders. Ich möchte euch zeigen, was ihr im Türchen findet und wie ihr es benutzen könnt. Zum einen haben wir ein schönes Magic Baits Armband. So sieht's aus. Schwarz mit Aufdruck. Ist aus einem weichen Silikonmaterial und es dehnt sich, sodass es auch für jede Handgelenksgröße passend ist. Ich lege es mal an. Mit Carbfishing und Catch and Release Aufdruck für jeden Karpfenfan, perfekt. Und einen schönen Aufkleber. Und zum anderen haben wir Beulystopper. Dazu möchte ich gleich gern mehr erklären. So, lasst uns mal anschauen, wie wir die Beulystopper verwenden können. Ihr habt auf eurer Karte kleine, mittlere und auch große Beulystopper. Je nachdem, wie lang euer Haar ist, ob ihr es verlängern müsst oder ob ihr mit der Länge einverstanden seid, fällt die Wahl auf einen kleinen oder auf einen großen Beulystopper. Ist euer Haar ausreichend lang, dann nehmt ihr einen kleinen Beulystopper, da ihr ja nichts mehr verlängern müsst. Ist das Haar zu kurz geraten und ihr wollt den Abstand etwas vergrößern, dann wählt ihr diesen großen oder einen mittleren wahlweise. So, ich habe hier ein schon mal gefischtes Rig. Das ist aber noch super und ich würde das auch gerne weiterverwenden. Allerdings habe ich vorher mit kleinen Ködern geangelt und möchte jetzt einen größeren Köder verwenden. Und wenn man den Köder hier daneben hält, sieht man schon, dass das Haar recht kurz ist. Daher möchte ich euch jetzt zeigen, wie man unseren Extenderstab einsetzt. Wir ziehen also den Köder aufs Haar. So, ihr könnt ihn richtig ranziehen erstmal an den Haken. Und da aber zwischen Köder und Haken Platz sein muss, dass der Köder sich unter Wasser besser bewegen kann, möchte ich jetzt mein Haar etwas verlängern, weshalb ich zu diesem großen Extenderstopp greife. So. Ich bastle jetzt hier unseren Stopper ran. So sieht es erstmal aus. Und dann ziehe ich den Köder auf den Stopper. Und ihr könnt jetzt sehen, dass jetzt zwischen Köder und Haken etwas Platz ist, sodass der Köder sich unter Wasser frei bewegen kann. Der Abstand zwischen Köder und Haken gewährleistet euch, dass der Haken sich besser in die Unterlippe vom Karpfen eindrehen kann. Ich will es euch mal zeigen. Ich bin jetzt das Karpfenmaul. Seht ihr, wie der Haken sich dreht? Wäre der Köder direkt am Haken, könnte man diesen Effekt eben nicht sehen. Und dann hättet ihr Schwierigkeiten, beziehungsweise hätte der Haken Schwierigkeiten, sich im Karpfenmaul einzuhaken. Vergessen, heute auch wieder für euch unser tägliches Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es zwei schöne Einzelfutterale für 12 Fußruten. Seid ihr am Gewinn interessiert? Dann macht mit! Einfach unseren Kanal Angelberger TV abonnieren, einen Like da lassen und kommentieren. Und solltet ihr gewinnen, melden wir uns persönlich bei euch. Viel Spaß und ganz viel Glück!